glaube, dass sie, und das wird oft nicht beachtet, eine ganz große Chance bieten, weil die Menschen miteinander kommunizieren, Ideen austauschen und Wissenschaft, Politik, Kunst, alles findet ja zuerst mal im Kopf statt. Und wenn man miteinander weltweit kommunizieren kann, ist das ein großer Vorteil. Wir sehen die Gefahren, weil wir sagen, wir müssen Risiken gleich vorbeugen, aber die Vorteile sind, glaube ich, selbstverständlich und liegen auf der Hand. Die Nationalstaaten würden das Völkerrecht ja hervorrufen. Deshalb meine ich, dass wir ihnen keine Auflagen vormachen können. Wer sollte das denn machen? Man müsste aber, um zu einem sinnvollen und auch vollzugsfähigen Völkerrecht zu kommen über diese Themen, müsste man sich allgemein über Werte wie Meinungsfreiheit, Grenzen der Meinungsfreiheit, Grenzen der Eingriffsbefugnisse von Staaten, Pflichten zur Weiterveröffentlichung von Meinungen und Ähnliches einigen und dann auch dafür sorgen, dass diese internationalen oder globalen oder supranationalen Vereinbarungen auch gegenüber globalen Akteuren durchgeführt werden. Also die klassische Gefahr ist die, dass jemand alles über mich weiß. Und wenn er das über die ganze Gesellschaft weiß, hat er eine unglaubliche Wissensmacht, die sich politisch, wirtschaftlich und auch in anderen Bereichen auswirkt. Das ist wohl die klassische Gefahr. Ich möchte aber auch darauf aufmerksam machen, es gibt noch eine andere Gefahr, die in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird. Und zwar, es sind private Netze von privaten Betrieben, die brauchen Gewinne. Und wenn sie in einem bestimmten Bereich, der vielleicht politisch oder wissenschaftlich ganz wichtig ist, keine Gewinne machen, werden sie sich rausziehen. Aber das Internet und diese elektronischen Netze sind unsere selbstverständliche Alltagsinfrastruktur, sind wir tagtäglich darauf angewiesen. Das ist eine Gefahr. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Vernetzung auch stattfindet, dass die funktioniert. Und das ist bei privaten Betreibern nur gewährleistet, wenn deren legitime Gewinninteressen auch bedient werden.